Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich versuche mich kürzer zu fassen als 5 Minuten. Genau. Wir hatten den Antrag ja bereits letztes Jahr gestellt und da haben wir auch ausführlich begründet, warum. Der Antrag wurde in den Bürgerschaftsvorstand überwiesen. Da hat am 1. November der Bürgerschaftsvorstand beschlossen, diesen Antrag oder hat er empfohlen, diesen Antrag auf Übertragung abzulehnen. Und am 8. November letzten Jahres hat die Stadtbürgerschaft diesen Bericht zur Kenntnis genommen. Und in diesem Bericht hieß es, die Sitzungen der Stadtbürgerschaft können künftig von Radio Weser TV im Hörfunk übertragen und mit Hilfe von Radio Weser TV über Audiostream im Internet der Bürgerschaft archiviert werden. Das war am 8. November, es hat sich aber bis heute nichts dahingehend getan. Warum ist uns nicht so ganz klar? Wir denken, zur Bürgernähe und zur transparenten demokratischen Kultur gehört eine Möglichkeit wie diese zwingend. Und der Entwurf des novellierten Landesmediengesetzes sieht die Möglichkeit zur Übertragung der Sitzung, der von Sitzung des Landtags sowie der Stadtbürgerschaft im Bürgerrundfunk grundsätzlich vor. Wir wollen Übertragung in Bild und Ton und eine Archivierung der Redebeiträge für die mitarbeitende Öffentlichkeit, die nachmittags vielleicht nicht unbedingt verfolgen kann, was die Parlamentarier, die sie gewählt haben, hier debattieren. Das ist in anderen Kommunen und in anderen Ländern auch so Standard. In Bremerhaven ist das jetzt auch seit kurzem der Fall. Dafür hat die Stadtverordnetenfraktion Repili, in der wir teil sind, auch gesorgt. Jetzt soll das Ganze auf Antrag der Koalition wieder nochmal in den Bürgerschaftsvorstand verwiesen werden. Ich weiß nicht so ganz warum. Ich finde, wir könnten damit endlich mal anfangen mit den Übertragungen. Wir haben einen Punkt Gehalt, in dem wir nochmal einen Änderungsantrag geschrieben hat. Uns ist klar, dass nach der Novellierung des Landesmediengesetzes die Staatsferne im Vordergrund steht und deswegen haben wir in Punkt 3 das dahingehend abgeändert, dass das, wenn die Übertragung oder dass die auf der Seite der Bürgerschaft in geeigneter Form darauf hingewiesen werden soll, dass die Stadtbürgerschaftssitzung, wenn sie denn dann endlich übertragen werden, und wo sie zu übertragen werden. Okay, danke.